Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. In der letzten Folge waren wir oben am Turm und haben unten im Tunnel gearbeitet. Allerdings wird es jetzt in dieser Folge noch eine weitere Neuigkeit geben. Und zwar, sagen wir mal so, die Leute, die ein offenes Auge haben und Sachen sofort sehen, stellen fest, dass auch unten meine Taskleiste anders aussieht. Das heißt, ich arbeite in dieser Folge über ein anderes Betriebssystem, über mein sekundäres und habe gleichzeitig die Überraschung für euch, und zwar eine bedeutend schönere Grafik. Ihr seht es gerade, richtig schöne leuchtende Farben, die Farben sind kräftiger, richtig schön leuchtend. Auch hier das draußen sieht, ah, guck mal, das sieht toll, ne? Und ich kann auch zoomen. Ja, das ist eine Neuigkeit. Ich wollte euch was Besseres bieten und deswegen habe ich mich darum gekümmert und habe das gemacht. Diese Folge ist gleichermaßen auch eine experimentelle Folge, weil ich wissen wollte, wie sich mit den Shadern, die ich habe, auch der Blutmond verhält. Da habe ich jetzt die Blutmondwahrscheinlichkeit auf 100% gestellt, habe allerdings auch vor, dass ich den Blutmond auch überspringen kann, wenn es soweit ist. Aber wollen wir erstmal schauen. Ich zeige euch mal die ganzen schönen Grafikeffekte. Auch hier, wie ihr sehen könnt, alles richtig schön, also bedeutend schöner. Hier, guck mal. Oh, das ist geil, ne? Wie das hier so richtig durchschimmert. Einfach schön. Ja, ich bin begeistert. So eine Grafik mag ich. Und hier könnt ihr das nochmal genauer sehen, wie es hinter dem Baum schimmert. Einfach toll. Ja, so stelle ich mir das vor. Ich habe das Spiel natürlich, nachdem ich die Shader und sowas installiert habe, auch ein bisschen rumprobiert, habe was anderes geguckt und schaut mal da vorne. Vielleicht seht ihr das in etwa, Bergbau, 100 Meter. Und zwar hatte ich einen anderen Ort eigentlich als mein Zuhause außer Korn, wo ich ursprünglich bauen wollte. Und ja... Das hier sollte eigentlich nur so eine Art Außenposten werden, aber ein Außenposten werde ich natürlich weiterbauen. Ach, guck mal hier, auch die Bäume. Das sieht ja wohl echt schön aus, ne? Wie sich das bewegt. Herrlich. So muss es sein. Gut, das Spiel ist natürlich jetzt nicht mehr so stark Vanilla, aber ich würde mal sagen, besser so weit Vanilla als gar kein Vanilla, ne? Auch wie ihr sehen könnt, letzte Folge hatte ich gesagt, ich hatte kaum Stein mehr. Hier ist ein bisschen mehr Stein. Ich war auch ein bisschen Stein farmen. Ich habe auch noch was anderes gefunden, und zwar ein anderes Feld. Da gibt es sogar, sagen wir mal, richtige Köstlichkeiten. Ein anderes Feld. Hier in meinem Feld natürlich nicht, das ist klar. Hier gibt es Weizen und Karotten. Aber das, was ich gefunden habe, da gibt es auch noch was anderes. Ich habe es letzte Folge auch neu angepflanzt. Nein, nicht letzte Folge, Quatsch. Es gab ja gar keine Folge diesbezüglich. Und zwar hier, dieses Gebiet, dieses Häuschen hatte ich übersehen. Das Feld hatte ich noch gesehen, das kannte ich noch. Aber schaut mal hier, rote Beete. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. Bauen wir doch mal gleich rote Beete ab. Ein bisschen was zu pudern. Ich weiß natürlich nicht, ob man mit rote Beete irgendwas Besonderes machen kann oder ob das einfach nur so zum Futtern ist. Und Kartoffeln, Leute. Wir haben sogar Kartoffeln. Ich feiere das gerade richtig, diese ganzen Leckereien. Weil das ist das erste Mal, dass ich diese Rohstoffe gefunden habe. Ich hatte die vorher gar nicht gehabt. Rote Beetesamen kann man ein bisschen pflanzen. Ich würde sagen auch, ja, vielleicht noch mal Kartoffeln pflanzen. Und hier würde ich sagen, pflanzen wir noch ein paar Kartoffelchen. Da kriegt man ja eine größere Ausbeute, wenn man das macht. Als wenn ich jetzt mal einfach alles in mich reinschlinge. Habe ich noch die Steinspitzhacke. Machen wir das auch noch hier fertig. Zack.
Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte. Ich habe das Feld noch nicht mal gefunden gehabt, bevor ich das Let's Play begann. Das ist das, ja, das nebenher Lustige dabei. Pilze, Kühe. Sehr schön. Und das ist das Feld, was ich gefunden habe. Jede Menge Karotten, jede Menge Weizen. Nee, das kann das Feld gar nicht sein. Weil ich hatte auch hier wieder rote Beete angepflanzt. Oh. Ich glaube, das war dieses Feld, kann das sein? Jawohl, das war die... Oh, guckt euch das mal an, Leute. Jede Menge Karotten, jede Menge rote Beete, jede Menge Weizen. Herrlich. Aber jetzt zeige ich euch am besten erstmal den Stollen, den ich... naja, nicht Stollen, sondern den Bergbau. Ort, wo ich vorhatte, so mein Haus hier einzugraben. Ah, einfach schön die Grafik. Und es läuft viel flüssiger als vorher. Ich hoffe natürlich, dass die Folge selber auch bei der Aufnahme ohne Probleme funktioniert. Ein Aufnahmeprogramm zeigt mir nämlich leider an, dass jede Menge Frames droppen. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr schlimm ist. Sonst habe ich anschließend den Ärger, dass das Video asynchron wird. Um dem weitestgehend entgegenzuwirken, wie bin ich schon da? Tatsächlich. Um dem weitestgehend entgegenzuwirken, kann ich nur eines machen, dass ich das Video immer nach einem gewissen Zeitrahmen abstoppe. Also, dass das Video vielleicht nicht länger wird als vielleicht ungefähr ja, 15 Minuten, 16 Minuten. So, Bergbauer, seht ihr? Hier habe ich auch so eine kleine Sache, aber ein bisschen ausgehöhlt. Das hatte ich ebenfalls offscreen gemacht. Aber ihr seht, es ist nicht viel verpasst. Das kann ich auch während der Aufnahme ein bisschen weitermachen, weil ich brauche ja für den Turm noch jede Menge Stein. Sollte euch die Meldung kommen, dass Blutmond kommt, heißt natürlich sofort zurück nach Hause. Weil ihr habt ja erlebt, wie gefährlich der Blutmond ist. Haben wir diese Reihe auch ab hier. Haben wir anschließend gleichermaßen jede Menge Stein, um bauen zu können. Eben, dass der Turm ein bisschen wächst, aber ich würde sagen, hier Tür, ich würde sagen, ich mache das ein bisschen breiter. Das gucke ich auch ganz gerne von etwas größeren, von anderen YouTubern an. Einige von euch kennen vielleicht beispielsweise Rahmschnitzel. Den gucke ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, den gucke ich gerne an. Auch das Geile an diesem Mod. Guck mal hier, diese schöne dynamische Licht. Was dann auch einen Vorteil hat, wenn ich jetzt Fackeln hier zum Beispiel in die rechte Hand gebe, hier. Seht ihr? Dann kann ich zum Beispiel auch kämpfen oder in Höhlen, wie auch immer, und habe noch dynamisches Licht. Das ist echt genial. Das mag ich. Ja, jetzt habe ich keine Fackel mehr. Ich habe auch... Kann ich überhaupt... Ja. Das mache ich aus Holz, was ich sowieso nicht zum Bauen mag. Dann mache ich mir eine Werkbank. Über eine Funktion werde ich mich auch freuen, die mit dem nächsten Minecraft-Update kommen soll, oder wenn die nicht schon irgendwie vorhanden ist. Man soll die Betten in einer unterschiedlichen Farbe craften können. Das heißt, je nachdem, welches Holz ihr nehmt oder welches Wolle ihr nehmt, kann man nämlich dann die Betten in einer anderen Farbe erstrahlen lassen. Dass sie in einer anderen Farbe rauskommt. Darüber würde ich mich echt drüber freuen. Jetzt rede ich viel und überlege gerade, was ich überhaupt hier machen wollte. Ich brauche Stöckchen als erstes, würde ich sagen. Dann brauche ich Werkzeug. Ich würde sagen, ich mache gleich zwei Stück. Weil je mehr, desto besser. So, das bitte dahin. Die nächste Spitzhacke dahin. So. Theoretisch, ich habe doch zwei Türen dabei. Tatsache. Oh.
Warte mal, wie ist das von innen und außen? Ich glaube, so ist das richtig, oder? Weiß ich gerade nicht. Aber irgendwie sieht das schön aus. Ich würde sagen, die Türen lasse ich. Was ich natürlich auch mag, sind zum Beispiel diese Stufen. Beziehungsweise diese Druckknöpfe. Holzdruckplatte. So. Drauf. Zack. Tür zu. Tür zu. Affe tot. Ich würde sagen, nehme ich gleichzeitig noch mal eine Truhe. Dass hier vielleicht auch noch ein bisschen Material gelagert ist. Das ist ja wie gesagt nur eine Art sekundäres Zuhause. Kann man sich hier ein bisschen niederlassen. So. Den Berg habe ich so nicht gemacht, der sieht von Natur aus so aus. Deswegen ist das so ein bisschen hübsch unscheinbar. Vielleicht werde ich das durch Terraforming ein bisschen verschönern. Das wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll. Aber sonst, ich denke mal, der Berg, der ist abgefahren. Wenn man da so zwischendrin vielleicht so eine Art Tunnelgang reinsetzen kann. Irgendwie, oder so mit Glasboden. So Glasboden, dass man nach unten guckt. Und man sieht hier den Abgrund. Ja, okay, groß ist Abgrund nicht, aber stelle ich mir schön vor. So, ich würde sagen, jetzt hier ist es weiter nichts. Wir gehen jetzt mal langsam zurück, weil, normalerweise wollte ich noch zum großen Stollen. Aber wie ihr seht, es wird schon wieder dunkel. Und die Wahrscheinlichkeit des Blutmonds funktioniert irgendwie nicht. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Ah, oh, das sieht so schön aus. Guckt euch das an. Herrlich. So, hier die Wahrscheinlichkeit kann ich euch mal zeigen. Bei Blood Moon. Was? Der hat das zurückgesetzt. Ich hatte das eingestellt auf 100%ige Chance und der hat das wieder zurückgesetzt. Naja, was soll's. Vanish. Das soll wenigstens auf jeden Fall aktiv sein, weil sagen wir mal so, die Sauerei, die der Blutmond verursacht, soll auch gleichermaßen wieder bereinigt werden. Das hat angenommen, ja, aber wieso hat er das jetzt hier nicht angenommen? Nach dem Spielneustart vielleicht wieder weggemacht? Keine Ahnung. Das ist alles aktiv. Tja, Leute, dann müssen wir wohl auf einen Standard-Blutmond warten. Ein Bett habe ich hier zum Beispiel auch nicht. Damit meine ich garantiert kein Bett im Kornfeld. Warte mal, wo ist jetzt eigentlich mein Zuhause? Dorf. Oh nee, jetzt sind schon vor mir Monster. Oh nee, mir. Oh. Ja, wenn ich Pech habe, komme ich... Oh, okay, hab nichts gesagt. Da ist mein Zuhause. Aua. Oh, Leute, das sieht echt schön aus. Seht ihr das? Hammer. Viel schöner dank der Mod. Ja, funktionierte ja aber leider bei Windows 10 nicht. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass mein Windows 10 das Spiel abstürzen lässt. Mit der Meldung, angeblich unterstützt mein Windows kein OpenGL. Ach ja, wie ihr sehen könnt, das habe ich auch dicht gemacht. Also auch offscreen. Weil das war ja eine kleine quasi Kinderkacke. Hier muss eine Spinne. Oh, hallo. Auf dem Bäumchen. Die Spinne ist auf dem Baum. Das ist der Spinnenwurm. Aua. 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 Mann. Ein Spinnenauge. Aha. Packen wir mal den Kram gleich wieder in die Kiste. Die habe ich nicht gesehen, die Druckplatte. Hä? So. Spinnenauge. Das ist dieses. Rote Beet. Habe ich noch Karotten oder sowas? Nein, Weizen. Das soll auch später in eine andere Kiste. Ihr seht, da habe ich schon rote Beetesamen gehabt. Ich habe sogar Melonenkerne. Aber ich glaube, die hat... Nee, die war ja in der Schatzkiste. Vergesst es. Rote Beete. Ein bisschen sortieren. Weizenkörner können auch hier rein. Das passt schon. Ja, ich würde sagen,
Ja, die Folge ist vorbei. Das war jetzt nur eine Führungsfolge, um zu zeigen, dass das Spiel auch schicker sein kann. Vor allem farblich und in der Darstellung. In der nächsten Folge werden wir als allererstes in den großen Streuner rübergehen und nochmal bedeutend mehr Stein farmen. Weil der Turm soll ja schließlich endlich mal fertig werden. Und hier, wir brauchen das Stein dafür, für Steinziegel und rissige Steinziegel, weil der Keller, der ist ja auch noch Rohbau. Hier fehlt ja auch noch einiges. Also Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da oder sonst irgendwas. Oder wenn nicht, dann nicht. Lasst mir einen Kommentar, warum nicht. Auf jeden Fall war es das wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.